Hallo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Bowling Point Road to Hell mit einer Axie Waffe Limit vor. Ihr seht oben, ich habe 99 Leben. Er wollte mich abziehen. Wie ist denn der jetzt? Wie ist denn der bitte jetzt da gespawnt? Das ist jetzt wohl Witz, oder? Jetzt spawnen die sogar schon da. Gut, jetzt kann ich euch zeigen, wieso ich 99 Leben hatte. Ich hab's leider aus Frust an Aus Frust nach der letzten Folge habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt und habe mir Cheats rausgesucht, denn ich habe gelesen, diese Typen davon, das ist kein Fehler, die spawnen die ganze Zeit wieder neu. Man soll einfach durchrennen. Nun gut, ich habe in der letzten Folge, wie ihr gesehen habt, häufig versucht, da durchzurennen. Es hat nicht geklappt. Ja, also es ist kein Fehler, das ist echt so gedacht. Die spawnen da einfach und man muss da einfach, entweder killt man sie oder man spawnt sie halt wieder neu. Man soll letztendlich einfach nur durchrennen, aber das kann ich nicht. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, komm, ich mache mir das Leben noch dazu. Ey, abziehen. Stirb. Pisser. Alter, meine Fresse. Selbst mit so viel Leben komme ich da nicht durch. Wo kommen die jetzt bitte alle wieder her? Ja, eine Granate auch noch. Bitter. Ich habe verkackt. Also, ihr seht, das wird jetzt ewig so weitergehen, wenn ich so weitermache. Ich muss natürlich mir den Weg natürlich ein bisschen frei machen. Ich werde das jetzt sowieso wieder Cheats anwenden müssen. Darauf läuft es hinaus. Hier, das ist Health, das ist halt so, das Leben. Jetzt kann ich Ad Armor eingeben und krieg dann halt auch die Rüstung wieder unten voll, wie ihr seht. Ich kann mal was schauen, und zwar, wenn ich mal aufs Scharfschussgewehr gehe, ob auch Ad Ammo geht. Nee, das geht nicht. Schade. Also. Oder? Nee. Also, das bleibt so. Das heißt, ich muss jetzt gucken. Ich muss jetzt wieder erstmal ein paar Leute killen. Bleibst du bitte stehen, Pisser. Ey, der stirbt auch nicht, ne? Das ist ein Scherz, oder? Ich hätte das Spiel echt nicht auf Mittel spielen sollen. So, jetzt renne ich durch. Ich habe 91, nur einmal noch, 88 Leben meine ich. 91, Arme. Ey, ich komme ja selbst durch, komm da durch. So. Also ich weiß nicht, wie man das schaffen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ups, jetzt bin ich bei Ammo noch. Ich mach mal Arme wieder. Und mach das mal wieder voll. Es tut mir wirklich leid, ich möchte eigentlich ungern cheaten. Nur, ich hätte es nicht geschafft. Ich hätte es echt nicht geschafft und ich möchte selbst wenn nicht abbrechen. Ich möchte es schaffen. Das irgendwie noch durchspielen. Und, TNT kann nur in bestimmten Gebieten eingesetzt werden. TNT explodieren, das sind TNT aus Ausrüstungsjuwelen und dann das blinkende TNT-Modell rantreten. Dabei das TNT-Modell in der Mitte des Bildschirms fokussieren und dann eingewidert halten. Ich habe gar kein TNT. Ich habe nur RPGs, da war kein TNT. Willst du mich abziehen? Okay, das funktioniert. So. Rennen wir wieder zurück. Ja, nee, ist klar, ey. Ich stehe einfach überall. Wenn ich es überhaupt schaffe, zurückzurennen. Grenade! Nur sehr knapp. Nur sehr, sehr knapp habe ich es geschafft. Ja, wir versuchen was Neues. Ich muss jetzt schon wieder meinen Tour und Cheats eingeben. So höher als die 100er geht's nicht. Diese Zahl da repräsentiert auch nicht die tatsächliche Zahl, die man da hinzufügt. Also ich kann zum Beispiel 1 drücken und dann krieg ich plötzlich 30 dazu. Jetzt mache ich nochmal 1 und krieg nur 15 dazu, ja? Also ich glaube, es halbiert immer noch das, was man noch braucht. So, muss ich mal was schauen. Und zwar, das ist ja sowieso leer. Den kann ich auch mal runterschmeißen. Ich trage den 99er.
Die nehme ich einfach mal. Und dann, glaube ich, schmeiße ich die auch mal raus. Alle. Nehme ich einfach mal ein paar RPGs mit. 3, 4, 5, 6. 6 Stück habe ich jetzt, oder? 6 Stück habe ich jetzt. Sehr schön. Also versuchen wir es nochmal. Hallo, willst du mal bitte sterben? Sonst kann ich auch durch die Scheibe schießen. Wieso geht's jetzt nicht mehr? Ach, weil es die Tür war. Das war nicht nur die Scheibe, das war die Tür. Okay, also gibt zwar nicht wirklich Sinn, aber irgendwie doch. Gut, dann rennen wir mal los. Ich glaube nicht, dass ich da lang muss. Ich kann zumindest hier rein. Ach, guck mal, hier. Nee, das ist falsch. Ja, toll, wirklich super. Ja, kann ich mich selbst hier einsperren. Ja, toll, wirklich. Ergibt Sinn. Ja, fuck, Alter. Guckt euch das an, wie viele Leute hier sind. Fick die Hände, ey. So, dann gucken wir mal. RPG ist auf 2. Zack. Einmal das in die Luft gelagt. Und zack, einmal das. So, weiter geht's. Wie viel sind's noch? Ja, die 8. Also es müssten jetzt noch 4 sein. Ja, also es ist nicht so spannend dadurch. Das muss ich gestehen. Das tut mir auch irgendwie leid. Aber ich hätte es wirklich nicht geschafft. Ich habe da die letzte Folge, das war 15 Minuten, habe ich daran gesessen und ich habe es nicht hinbekommen. Also, das ist traurig. Ich habe das auch jetzt noch, ich habe nochmal nachgefragt. Ich habe dir nachgeguckt, ich habe noch einen Freund nachgefragt, der das Spiel auch gespielt hat. Er hat gesagt, ich glaube am Ende war irgendwas, wo du so 8 Dinger zerstören musst. Ja, und da sind auch Leute, die halt da zwischenfunken und sowas. Kümmere dich nicht um die, die zu töten bringt nichts, weil da immer wieder neue gespawnt werden, sondern du musst einfach durchrennen und dann die Dinger töten. Ja, super. Wenn ich durchrenne, das hat überhaupt nicht mit 10 mit 41 Leben. Insofern, schade eigentlich, ich spreche mal kurz zwischen, auch wenn es jetzt nicht so ist, aber ist aber egal. Deswegen schade eigentlich, aber es geht halt nicht anders. Also letztendlich ist es so. Natürlich mache ich mir jetzt den Weg noch ein bisschen frei, damit ich nicht so viel Leben verliere. Denn wie ihr seht, sind hier einfach mal zigtausend Leute vor meiner Fresse. Wird der jetzt wieder da gespawnt? Glaube ich mal. Oh ja, ist klar. Tot, ihr Affen. Hier ist keiner? Das freut mich aber. Dann kommt der nächste jetzt. Und. Zack. Dann laufe ich, glaube ich, einfach weiter, weil. Noch habe ich relativ viel. Zack. Ach, das wird hier aber doch ganz schön ordentlich erwischt. Great. Das war der. Mal mit mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Oh, jetzt muss ich auf die andere Seite rüber. Verdammt mich. Oh, das ist es. Das ist es. Ich weiß nicht, wieso da kein Sound ist, Mann. Wo kommen diese Brocken her? Wo fliegen die alle her? Im Ernst, wo kommen die her? Bricht der Vulkan jetzt aus? Oh, da sind wir! Tja, Lisa, du wolltest ja nie auf deinen Vater hören, sonst hättest du immer noch einen tollen Job bei diesem Modemagazin und würdest über Kosmetik, Trenddiäten und Wellness zu berichten. Schon klar, Papa. Also, du wirst doch von jetzt an auf deinen Vater hören, oder? Aber sicher, Papa. Gutes Mädchen. Papa? Ja? Vielleicht schmeiße ich meinen Journalistenjob hin. Kurz bevor ich hierher kam, hatte ich ein Angebot für einen anderen Job. Einen viel besseren sogar. Hm, und was für ein Job? Ein Job im medizinischen Bereich. Eine ehrenvolle Aufgabe als Entwicklungshelferin. Man braucht nur einen Monat Training und schon kann es losgehen. Allerdings muss ich dafür wieder reisen. Und wohin? Nach Nepal. Das Rote Kreuz so dringend nach Entwicklungshelfern für einen Einsatz dort. Ist klar.
Nisa? Ja, Papa. Können wir drüber sprechen, wenn wir wieder zu Hause sind? Aber sicher, Papa. Auch nicht schlecht. Schade, dass der Sound jetzt gefehlt hat. Aber hey Leute, das war's. Das war's tatsächlich. Bowling Point Road to Hell ist zu Ende. Da kommt der Soundtrack. Zum ersten Mal habe ich's durchgespielt. Das war's tatsächlich. Das ist, Let's Play ist das zweitlängste auf diesem Kanal. Wow. Krasse Sache. Erstmal danke, dass für die alle, die die ganze Zeit mitgeguckt haben. Es tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt nicht am Ende unentschieden zu Ende gemacht habe. Das tut mir wirklich leid. Habe ich jetzt, glaube ich, echt nicht geschafft. Ja, also es hat mir wirklich Spaß gemacht, das Day. Es kam häufig kam wirklich so Momente, wo ich dachte, ey, nee, nicht im Ernst, nicht schon wieder. Und das hat mich die ganze Zeit abgefuckt, dass ich immer hin und her fahren muss und sowas. Aber insgesamt hat es wirklich Spaß gemacht. Die Atmosphäre ist schon ziemlich geil. Ich habe meine Nachricht bekommen von jemandem, der das Spiel auch gespielt hat, dass er sich extrem gerne aus der reingelegt hat. Ich habe das leider nach ein paar Folgen verloren, muss ich gestehen. Wollte nur noch mit der Hauptstory durch. Insgesamt aber über 80 Folgen trotzdem, das lässt sich sehen, glaube ich. Es gibt sicherlich noch einiges, das hätten wir sehen können. Wir haben letztendlich nur Missionen für die Guerillas, die Mafiosis und ja, ein ganz kleines bisschen für die Indios gemacht. Sonst nichts. Oder vielleicht Banditen, weiß ich gar nicht mehr. Also es gibt noch viel, viel mehr zu tun. Noch viel der Eng zu erkunden. Wir haben die Karte nicht groß erkundet, aber ich denke mal, das war es trotzdem. Es hat trotzdem Spaß gemacht, mir zumindest. Ich hoffe, euch auch. Ja, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal angezockt früher. Was ist angezockt? Ich hatte es eine ganze Weile gezockt, als es hatte. Und dann kam irgendwann ein anderes Spiel und hatte deswegen dann das Interesse an Burning Point komischerweise verloren. Habe deswegen nie zu Ende gezockt. Das ist wirklich krass. Ich glaube nicht, dass ich damals gedacht hätte, dass Don Pedro etwas damit zu tun hat. Hier habe ich nach ein paar Folgen ja doch wirklich den Gedanken gehabt. Wahrscheinlich hat der am Ende noch was dazu tun. Wir knüpfen ihm hier die ganze Zeit die PSs ab. Ich glaube, 60.000 haben wir ihm geschenkt. Mehr oder weniger. Am Ende weiß er nicht wirklich. Er hat ja quasi selbst nur als Handlanger gearbeitet. Trotzdem ganz interessant. Muss ich sagen. Es hat mir Spaß gemacht, wirklich. Ich hoffe, euch auch. Wie es jetzt weitergeht, kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe vor, den mehr oder weniger Ableger von Bowling Point zu spielen. Das heißt White Gold. Ich weiß nicht, vielleicht heißt es sogar Bowling Point. Ist von denselben Machern, hat nicht, soweit ich weiß, nicht dieselbe Story. Das Spiel gibt es nur in Russisch mit englischen Untertiteln. Deswegen wird das sicherlich ein herausforderndes Let's Play. Ich könnte es mir jetzt kaufen, das ist relativ billig zu erhalten. Ich habe es auf einer Seite gefunden, glaube ich, für 14 Euro. Nur jetzt gerade, glaube ich, wäre das der falsche Augenblick. Aus Zeitgründen allein schon. Ich möchte mich dann wirklich da um das Let's Play kümmern. Minecraft läuft weiter auf meinem auf dem Kanal, von mir, so meine ich das eigentlich. Let's Play FIFA Ultimate Team wird auch weiterlaufen, halbtägig, also alle zwei Tage meine ich. Das heißt, bleibt immer noch ein Termin, so habe ich das immer gemacht, ne, dass ich halt ein Let's Play im Wechsel mache. Da ist jetzt immer noch Pokémon da und ich muss noch The Walking Dead zu Ende machen. Das würde jetzt als nächstes kommen, The Walking Dead wird fertig gemacht. Ich denke mal, danach wird aber auch noch nicht The White Gold kommen, denn ich glaube, ich werde erstmal dann Pause machen an dem, ja, Termin quasi am Tag. Ich werde, glaube ich, ordentlich Minecraft im Voraus aufnehmen, werde mich erstens ein bisschen um das Assassin's Creed Projekt kümmern, der zweite Film soll gemacht werden, und außerdem, wie gesagt, werde ich Minecraft im Voraus aufnehmen, denn im November kommen ja zwei Titel von Ubisoft raus, die ich unbedingt zocken möchte. Assassin's Creed 4, also Black Flag, das ich also unbedingt zocken möchte, für mich. Das ist mir sowas von wichtig und deswegen auch Let's Playen möchte. Und das, denke ich mal, wird täglich rauskommen dann eine Folge. Das heißt, hier werde ich richtig viel Zeit für investieren müssen. Und des Weiteren ist ja, wie hieß es, ich glaube, Watch Dogs, was mich unglaublich interessiert. Auch von Ubisoft und das kommt auch im November raus. Und das würde ich dann auch gerne täglich rausbringen. Vielleicht alle zwei Tage, vielleicht wirklich nur alle zwei Tage. Muss ich mal schauen, im Wechsel dann mit FIFA Platin. Jedenfalls bliebe da wenig Zeit für das White Gold. Und ich glaube, deswegen werde ich das... Na, mal schauen. Ich muss gucken, wie schnell ich jetzt mit Pokémon fertig werde und The Walking Dead. Sollte ich dann meinetwegen August, September, Oktober noch haben? Ja, ich meine, wir haben jetzt Juni noch. Das heißt, der ganze Juli wäre noch Zeit. Sagen wir mal, falls ich bis Ende Juli fertig werde mit The Walking Dead und mit Pokémon... Dann denke ich, dass ich vielleicht tatsächlich das The White Gold starten werde noch. Dann habe ich nämlich August, September, Oktober, wo ich mich voll da reinhängen kann, ja,
komplett nur darauf konzentrieren kann letztendlich, sollte ich dann damit nicht fertig sein, weil ich das wirklich richtig gut zocke und groß zocke, dann werde ich aber vermutlich dann eine Pause einlegen für die anderen beiden Let's Plays. Dann ich möchte wirklich, ich habe mir das zu jetzt genommen, ich habe bei diesem Let's Play bei Burning Point zu viel ausgelassen. Und es ist wirklich eine krasse Geschichte eigentlich, diese ganzen Parteien, die sich gegenseitig bekriegen, auch mit Straßenkämpfen, alles, das muss man eigentlich mal erlebt haben, wirklich. Und ich glaube, das könnte bei White Gold wirklich auch gut umgesetzt worden sein. Ich möchte es zumindest probieren. Und wie gesagt, ja, das ist meine weitere Planung. Vielen Dank nochmal. Und ich würde sagen, für heute macht's gut, Leute. Tschüss.